Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blacks Fazit. Bevor wir anfangen, muss ich zwei Sachen sagen. Einmal ist sicher schon einigen aufgefallen, dass Blacks Fazit jetzt erst heute am Samstag kommt, statt gestern am Freitag. Ich habe es leider gestern zeitlich nicht mehr geschafft. Deswegen sind es heute auf jeden Fall drei Folgen. Einmal Blacks Fazit, einmal Battle for Westeros und einmal Mass Effect. Wegen Herr der Ringe Online war weiterhin noch nichts. Deswegen müssen wir da mal schauen, ob da noch was kommt. Das Zweite, was ich noch unbedingt sagen will, bevor wir anfangen, ist, dass ich einen 44. Abonnenten habe. Das habe ich leider bei den gestrigen beiden Folgen vergessen zu sagen. Ich habe es dann in die Videobeschreibung geschrieben und werde es heute bei den Folgen auch offiziell machen. Aber leider habe ich das gestern vergessen. Deswegen vielen Dank an meinen 44. Abonnenten. Ich weiß leider noch nicht, wer es ist, weil ich noch keinen offiziellen Namen habe. Deswegen wäre es schön, wenn der oder die jeweilige ein Video teilen würde oder vielleicht sogar mehrere, damit ich weiß, wer es ist, besser auf die Kommentare eingehen kann. Aber ja, 44 ist auf jeden Fall schon eine gewisse Anzahl und ich freue mich da richtig drüber. Deswegen vielen Dank dafür und ich hoffe, dir gefallen die Projekte auf dem Kanal. Ja, heute gehen wir auf das Spiel Blameless ein. Ein sehr kurzes Spiel, was gerade mal drei Parts hatte, was wir Anfang der Woche beendet hatten. Es ist von dem Entwickler Vaclav Hudek. Ich gehe davon aus, dass es eine Einzelperson ist, weil wir erinnern uns an die Credits, die waren nicht besonders lang bei dem Spiel. Deswegen ist es wohl eher ein Spiel nicht von einem Studio, sondern von ein paar Einzelpersonen. Und rausgekommen ist es im Oktober 2016, genau gesagt am 13. Oktober 2016. Wie immer habe ich es eingeteilt in Story, Gameplay, Grafik und Sonstiges mit drei positiven und drei negativen, abgesehen vom Sonstigen. Da sind es drei neutrale. Wie immer ist es nur meine Meinung und wie immer Spoiler-Alarm. Kommen wir erstmal kurz zur Geschichte, die ist schnell erzählt, weil wie gesagt, das Spiel hatte nur drei Folgen. Wir spielen einen Architekten, der eines späten Abends von einem potenziellen Kunden angerufen wird, der in seinem Haus ein paar Umbauten machen will, ein paar Renovierungsarbeiten machen will. Der Architekt kommt, weil er ist freiberuflich und deswegen freut er sich immer über, naja, bezahlte Arbeit. Und findet dort dann drin etwas, was zuerst er denkt, dass Ziegelsteinstaub ist, weil er wird halt durchs Haus geführt. Aber dann sieht es ist Blut und will dem Hausbesitzer Bescheid sagen. Allerdings schlägt ihn der Hausbesitzer nieder, aus einem Grund, den er nicht kennt. Und er muss ihm entkommen. Das ist so ganz grob die Geschichte. Was finde ich bei der Story gut? Einmal finde ich sehr gut, dass die Atmosphäre sehr dicht ist. Also gerade von der Geschichte, die ja jetzt nicht so groß ist, ist es, denke ich, schon eine Art Kunst. Also was heißt Kunst? Ist es schon nicht ganz einfach. Man spürt einfach die Bedrohung. Man spürt einfach, okay, man sollte hier schnell raus, bevor der Kerl wiederkommt. Man spürt einfach auch bei der Umgebung, da komme ich später noch drauf, dass man hier an einem absolut nicht sicheren Ort ist. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Da will auf jeden Fall, zumindest ich als Spieler, wollte da weiterspielen. Das Zweite, was ich schön finde, ist, dass die Emotionen spürbar sind. Gerade beim Protagonisten, also bei dem Architekten. Weil einfach von den, was er sagt und wie er es sagt. Dass er zum Beispiel, wo er eine Tote findet, die im Haus liegt, man richtig merkt, dass er panisch wird, weil er halt sagt, ja, ich muss schnell hier raus und Hilfe holen, ich will ihr Gesicht nicht sehen und so weiter und so fort. Oder auch eben dann eben die Emotionen ganz am Ende beim Detective von der Polizei, der ihm halt nicht glaubt, der ihn halt für den Mörder hält und weil sie halt auch diesen Hausbesitzer nicht gefunden haben, ganz klar spüren lässt, du wirst dafür bezahlen, ich halte dich für schuldig und ich glaube dir kein Wort. Du redest nur Bullshit. Er sagt, glaube ich, sogar Bullshit.
Also das finde ich sehr schön, weil auch das ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Das Vierte, was ich sehr schön finde, sind die, wie soll ich es nennen, ich sage jetzt mal schwarz-weiß Abschnitte. Das ist einmal beim Beginn und einmal beim Ende. In diesen beiden Abschnitten wird die Story weitergesponnen, so gesehen. Also am Anfang halt, dass der Architekt erzählt, eben freiberuflich und halt den Auftrag etc. Am Ende dann das Verhör von dem Detective. Und das hat irgendwie Stil. Ich weiß nicht, das ist so ein ganz eigener Stil. Das passt jetzt nicht unbedingt zum Spiel, weil sonst das Spiel in Farbe. Aber ich find's cool, weil es wirkt irgendwie einzigartig oder zumindest eigen. Und es hat mir gefallen. Was finde ich bei der Story nicht so gut? Nicht so gut finde ich, dass einmal man richtig schön spürt, wie kurz das Spiel ist. Wie gesagt, es waren bei uns 3 Folgen, laut Steam zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Das heißt, wir haben sowieso etwas länger gemacht, weil ich halt nicht hetze. Und das merkt man halt. Die Story ist halt wirklich nicht wahnsinnig großartig. Also was heißt großartig? Ich meine damit, es ist nicht wahnsinnig viel Inhalt. Und das merkt man halt. Ich glaube, der Entwickler wollte halt sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das hat er auch definitiv gemacht. Aber er hätte es vielleicht etwas unauffälliger machen können, weil so war es halt ein bisschen doof, sage ich jetzt mal. Es war jetzt nicht traurig, es war jetzt auch nicht nervig, aber es war ein bisschen doof, dass man halt genau gemerkt hat, dass da keine große Story dahinter steckt. Weil ich spiele halt gerne Geschichten wirklich mit dichter Story und das war bei Blameless trotz der Atmosphäre ein bisschen schwierig. Das Zweite, was ich nicht so gut finde, waren die Texte. Man findet im Laufe des Spiels 3 Briefe. Und das Problem ist, diese Briefe hätte den... Wie soll ich sagen? Diesen Briefen tue ich größeres Potenzial zutrauen, als es umgesetzt wurde. Weil das sind alles 3 sehr allgemeine Briefe. Das eine ist eine Notiz beim Sicherungskasten am Ende, wie der funktioniert. Das zweite ist eine Notiz, wo man für den Sicherungskasten den Schalter findet, also diesen Öffner findet, was völlig sinnfrei ist, weil zu dem Zeitpunkt hat man den Sicherungskasten schon geöffnet, sonst käme man an die Notiz gar nicht dran. Und das dritte ist ein Brief, den der Mr. Hopkins, das ist der Hausbesitzer, der Verfolger, der Gegner, bekommen hat. Das ist eine Mahnung. Und ich werde einfach darauf hinaus, keiner der 3 Texte, Manuskripte, Briefe hat wirklich was mit der Story zu tun. Also keiner tut wirklich was zur Story beitragen. Und das finde ich halt schade, weil ich hätte gefunden oder ich hätte gedacht, dass man da die Story noch ein bisschen hätte ausbauen können. Das hat halt nochmal zu tun mit dem wirklich, dass die Story relativ minimal ist. Das Dritte, was ich bei der Story ein bisschen... Naja, das Dritte ist so halb. Das finde ich nicht direkt doof. Ich finde es auch teilweise gut. Aber ich hätte da etwas mehr Aufklärung mir gewünscht, ist das Ende. Am Ende kommt die Polizei. Man kann gerade noch so fliehen vor eben dem Hopkins, vor dem Verfolger, der einen wieder niederschlagen will. Auf jeden Fall eine Brechstange in der Hand und wird von der Polizei verhaftet, weil eben die Polizei meint, man wäre der Böse. Man wurde von Nachbarn gesehen, dass man im Haus war. Die haben eben im Haus die Leiche gefunden. Man hat eben auch das Blut von ihr an den Händen, weil man sie ja untersucht hat. Und sie haben halt den Mann nicht gefunden. Und der Punkt ist einfach, man kann am Ende sehr viel reininterpretieren. Man kann zum Beispiel interpretieren, ja, der Mann war gar nicht da, im Sinne von, dass der Architekt ihn sich eingebildet hat, dass der Architekt wirklich schuldig ist. Man kann interpretieren, dass sie den Mann nur nicht gefunden haben oder dass der Mann einfach sie bezahlt hat, dass sie ihn nicht hätten finden sollen, im Sinne von, ja, man ist ihm zwar vom Haus entkommen, aber wird im Knast einsitzen und ist damit trotzdem in seiner Falle. Und das ist eigentlich ziemlich cool, dass man so viel interpretieren kann. Was ich daran schade finde, ist, dass du gar keinen Hinweis drauf hast, was es ist, sondern höchstens Vermutungen, Mutmaßungen. Hat halt auch wieder mit dieser kurzen Story zu tun. Und ich finde, das hätte man etwas mehr ausbauen können. Kommen wir zum Gameplay. Beim Gameplay finde ich gut,
dass es zumindest an zwei Stellen mehrere Ansätze gibt, wie man was lösen kann. Die eine Stelle ist, ich sage jetzt mal in der Mitte, bei einer Tür, die blockiert ist, die man auf zwei Arten öffnen kann. Das eine ist eine Drahtschere, die man zusammensetzen muss, womit man dann Drähte durchtrennt, damit man die Tür eben öffnen kann. Das haben wir gemacht, weil es dafür eine Errungenschaft gibt. Auf die Errungenschaften komme ich gleich nochmal. Das zweite ist ein Vorschlaghammer, den wir jetzt nicht gemacht haben, aber ich habe ja bei der letzten Folge einen Guide reingestellt, da sieht man dann das mit dem Vorschlaghammer. Oder, ja, es ist kein Vorschlaghammer, es ist eher so eine Hake oder so ein Nagelrauszieher, irgendwie sowas. Und am Ende, wo man eben über zwei Wege entkommen kann, entweder über die Leiter, so wie wir, oder über die Garage. Und das finde ich ziemlich cool. Es führt zwar letztendlich immer zum selben Ergebnis, aber es ist cool, dass man mehrere Wege hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei jedem Spiel, hat man auch nicht bei jedem Spiel, und deswegen finde ich es gut. Das zweite, was ich gut finde, sind die Errungenschaften, die ich jetzt gerade eben schon erwähnt habe. Es sind ja nicht viele, es sind vier Errungenschaften. Und der Punkt ist einfach, die sind gut eingebunden, sie sind gut findbar. Also eine Errungenschaft gab es ja eben für alle drei Briefe lesen, was kein Problem ist, wenn man sich ein bisschen umschaut. Die zweite Errungenschaft gab es ja für eben die Drahtschere zusammensetzen, was, wenn man ein bisschen nachdenkt, auch nicht schwer ist. Auch wenn ich es am Anfang verkackt habe, weil ich das falsche Loch genommen habe für das Schräubchen. Die dritte Errungenschaft ist ja für vier Fakten untersuchen, also vier Hinweise untersuchen, was man im Laufe des Spiels sowieso macht. Und die letzte ist eben für die Leiter hochklettern. Die könnte man eventuell übersehen, genauso wie man die Drahtschere eventuell übersehen könnte. Aber an sich macht es schon Sinn, an sich kann man das schon hinkriegen. Und es sind halt keine Errungenschaften, die sich wahnsinnig aufdrängen, im Sinne von, ja, ich will jetzt gemacht werden. Da gibt es ja manche Spiele, die da echt nerven mit den Errungenschaften, weil es entweder zu viele sind oder weil sie so sind im Sinne von, ja, toll, bis man die mal schafft, muss man total viel machen. Das ist bei Blameless nicht so und das finde ich gut. Das dritte, was ich gut finde beim Gameplay, sind die Rätsel. Wer meinen Kanal länger verfolgt, weiß, dass ich nicht unbedingt der Rätsler bin. Und teilweise sind die Rätsel, ja, sie sind nicht unbedingt schwer, aber teilweise vielleicht etwas knifflig. Aber sie sind immer logisch. Sie sind immer logisch, sie sind immer gut eingebunden. Es geht da hauptsächlich um eben Sachen zusammensetzen, um Wege suchen und weil man ja sich in einem Haus befindet, das sich im Umbau befindet, beziehungsweise im Rohbau eigentlich, und deswegen viel Werkzeug hat, hat man eben richtig schön das, ich nenne es jetzt mal Rätselfeeling, und das ist schon teilweise ziemlich cool. Was finde ich beim Gameplay nicht so gut? Einmal finde ich nicht so gut, dass es manche Sachen im Inventar gibt, die der Charakter nicht braucht. Das finde ich irgendwie schade. Ein Beispiel zum Beispiel ist das Handy, was man im ersten Raum findet, wo der Charakter halt nur sagt, ja, es ist zerschmettert, es wird so schnell nicht mehr laufen, es hat halt Blut dran. Ein anderes Beispiel ist bei der Toten der Zettel, wo man die Adresse drauf hat, wo dann der Charakter nur sagt, ja, das ist die Adresse des Hauses, ob sie auch hierher eingeladen wurde. Der Punkt ist einfach, ansonsten sind zum Beispiel diese beiden Sachen völlig egal. Die braucht man danach nie wieder. Das sind nur Indizien. Und das ist halt irgendwie schade, weil dann gibt es andere Sachen im Inventar, wie zum Beispiel die Taschenlampe, wie zum Beispiel den Schlüsselbund mit den beiden Schlüsseln, wie zum Beispiel, was hatten wir noch? Ich muss kurz überlegen. Was hatten wir denn noch? Wir hatten eine Weile das Leiterstück zum Leiter zusammensetzen. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ist ja mittlerweile schon wieder eine Weile her. Aber es geht einfach darum, manche Inventarsachen brauchbar nochmal und andere eben nicht. Und das ist irgendwie schade. Da hätte man jedes gleich wichtig machen können. Oder halt im Sinne von, dass man es zwar sieht, okay, da ist ein Zettel, da ist die Adresse drauf, wahrscheinlich wurde die auch eingeladen, aber halt dann nicht mitnimmt, weil es einfach nicht mehr wichtig ist. Ich weiß nicht, da finde ich irgendwie die Gewichtung etwas komisch.
Das Zweite, was ich komisch finde, ist, dass man relativ wenig in dem Haus untersuchen kann. Hatte zumindest ich das Gefühl, weil man geht ja durch einen Rohbau. Überall stehen verschiedene Sachen, Ziegelsteine, also Lampen, also so Baulampen, halbfertige Sachen, Rohre, sonstiges. Und man kann relativ wenig untersuchen. Im Grunde immer nur die Blutspuren, den Körper halt. Die Zettel, wovon es eben nur drei gibt. Und sonst war es eigentlich nicht viel. Einmal noch die Sporttasche, wo dann eben der Öffner drin war für den Sicherungskasten. Aber sonst ist es halt nicht so wahnsinnig viel und das ist halt irgendwie schade. Ich finde, da hätte man mehr untersuchen können. Und das passt auch sehr gut zum dritten, was mir nicht so gefällt. Wenn man mal was zum Untersuchen hat, die Hinweise, dann findet man da nicht wirklich viel raus. Zum Beispiel ganz am Anfang im ersten Raum bei der Blutspur. Du hast zwei Blutspuren. Beim Blutspuren sagt er nur, ja, okay, das ist eine Blutspur. Will auf jeden Fall keine ungefährliche Verletzung gewesen sein, weil zu viel Blut ist. Ja, okay, da wurde was hindurchgeschleift durch den Raum, was sich letztendlich dann als der Körper von der Toten herausstellt. Oder bei der Tür, ja, warum sollte er mich erst niederschlagen und dann einsperren und halt das Schloss entfernen. Aber es sind halt meistens sind Sachen, die sieht man schon. Oder es sind Sachen, die nicht wirklich viele Hinweise geben. Oder eben auch dann eben bei der Toten. Da sagt er nur, ja, er muss eben raus und Hilfe holen, er will ihr Gesicht nicht sehen. Da ist Staub. Also man sieht halt den Hinterkopf. Derselbe Staub, den man eben im ersten Raum findet. Das sind schon Hinweise. So ist es nicht. Aber das meiste kann man sich halt schon von vornherein denken. Das heißt, es gibt einem nicht wirklich nur einen Input. Oder es sind Sachen, die einfach etwas nichtssagend sind. Zum Beispiel eben klassisch dieses Gesicht nicht sehen. Es wäre vielleicht praktisch gewesen, das Gesicht zu sehen, auch wenn man natürlich nachvollziehen kann, dass er nicht unbedingt einer Toten in die Augen schauen will. Aber trotzdem, es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, weil da hätte man vielleicht mehr Spuren sichern können. Und so kann man es halt nicht, weil man sofort mit einem Satz eben, wie soll ich sagen, weil sofort mit einem Satz heißt, ja, ich will ihr Gesicht nicht sehen. Das mache ich nicht. Ist halt irgendwie, ja, ist halt irgendwie schade. Kommen wir zur Grafik. Was ich bei der Grafik sehr gut finde, ist die Musik. Die muss ich wirklich hervorheben, beziehungsweise die Soundeffekte. Weil die passen. Gerade die Musik im Intro ist so ein bisschen melancholisch, ein bisschen traurig. Gerade die Soundeffekte während dem Spiel, zumindest ich fand die öfters mal durchaus, zumindest ein bisschen gruselig. Es ist ja offiziell so ein Horror-Adventure. Zumindest geht's in die Richtung. Das Einzige, was da ein bisschen aus der Reihe tanzt, was ich immer noch nicht ganz verstehe musikalisch, ist bei den Credits, also beim Abspann quasi, weil das klingt wirklich ein bisschen seltsam. Aber ansonsten fand ich die Musik jetzt immer relativ passend. Und gerade für so ein kleines Game ist es ja nicht unbedingt selbstverständlich. Dazu passt auch das Zweite. Das Feeling passt einfach. Man hat in jedem Raum, den man reinkommt, oder in fast jeder Ort, den man ist, selbst im Garten, merkt man einfach diesen Rohbau. Man merkt, es ist unfertig. Man merkt, es ist so eine ganz komische Stimmung. Man fühlt sich dauernd beobachtet von dem Kerl, weiß aber nicht, wo er ist. Das habe ich ja öfters mal in den drei Folgen erwähnt. Also das Feeling ist einfach da, auch grafisch. Bei der Story habe ich das Feeling ja schon mal mit der Atmosphäre schon mal erwähnt, aber auch grafisch ist es einfach da und untermalt sehr schön die Stimmung. Das Dritte, was ich gut finde, sind die Sprecher. Es sind nicht viele Sprecher, es ist halt der Architekt, es ist einmal eine Frau bei der Mahnung, es ist ein Mann bei den anderen beiden Briefern, also beim Sicherungskasten und natürlich die Polizei. Einmal eben der Detective und einmal der normale Polizeibeamte und die Sprecher passen alle. Die sind alle gut gewählt, finde ich. Und genau, das will ich deswegen auch noch positiv hervorheben. Was ich bei der Grafik nicht so gut finde, ist einmal, dass man sich selber nicht sieht. Ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig, ist auch nicht wahnsinnig negativ.
ist mir aber aufgefallen, dass man allgemein die Modelle etwas minimalistisch gemacht hat, sagen wir mal. Weil man sieht halt nur drei Körper. Man sieht einmal eben seine Hände und ich glaube den Schatten, ich bin mir gerade nicht sicher. Man sieht einmal den Schatten von eben vom Hausbesitzer, von unserem Verfolger. Und man sieht halt die Tote. Aber bei der auch nur den Rücken. Weil, wie gesagt, der Charakter will sie nicht umdrehen. Und es ist halt sehr minimal, das ist mir halt aufgefallen. Und ich habe halt gern Spiele, wo man sich selber sieht. Entweder zum Beispiel in einem Spiegel oder dass man halt wirklich quasi die Kamera so platziert, dass man schräg über dem Charakter ist. Also nicht schräg. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie bei Rollenspielen halt zum Beispiel. Und das hat man bei Blameless leider nicht. Weder das noch eben zum Beispiel ein Spiegel. Und man kann auch nicht die Perspektive wechseln. Das finde ich ein bisschen schade. Das zweite, was ich ein bisschen schade finde, dass die Räume oft gleich aussehen. Oder relativ gleich aussehen. Dass halt der Aufbau oft ziemlich gleich ist. Ich meine, klar, das macht irgendwo Sinn, weil es ist halt ein Rohbau, es ist halt ein Grundstück im Grunde. Man ist ja nicht nur in einem Haus, deswegen im Grunde ein Grundstück, das allgemein renoviert wird. Aber trotzdem, es sieht halt oft ziemlich gleich aus, oft ist ziemlich dieselbe Ausrüstung drin oder dieselben Gegenstände. Ich finde, da hätte man mehr Varianz reinbringen können. Und das dritte, was ich bei der Grafik manchmal ein bisschen blöd finde, ist die Beleuchtung. Zum Beispiel am Anfang im ersten Raum kann man eine Lampe einschalten, die ich aber im ersten Part nicht gefunden habe. Die ich nur gefunden habe, weil ich eben dann kurz in dem Guide nachgelesen habe, weil ich allgemein wissen wollte, wie es weitergeht. Dann kriegt man ja später eine Taschenlampe. Die Taschenlampe ist allerdings nicht so stark, wie man denken könnte und leuchtet relativ wenig ab. Oder halt auch am Ende. Wir sind ja über die Leiter entkommen. Und egal, ob man über die Leiter entkommt oder eben über die Garage, hinter einem taucht dann der Verfolger auf, der Hopkins, der Hausbesitzer. Und wenn man über die Leiter entkommt, dann sieht man den kaum. Also ich habe ihn nur ganz, ganz grob gesehen, also wirklich ganz grob für den Bruchteil einer Sekunde und wusste es halt dann auch von den Reaktionen von dem Architekten, dass der da ist und auch von der Musik. Und selbst wenn man über die Garage geht, da sieht man ihn etwas deutlicher, kann man ja im Guide sehen, aber halt auch nur als Schatten. Und das ist irgendwie schade, da ist die Beleuchtung manchmal etwas komisch, finde ich. Hätte manchmal etwas stärker sein können. Ich meine, klar, es ist ein Horrorspiel, es soll so ein bisschen gruselig sein, so ein bisschen eben dieses Feeling haben, dass man sich alleine fühlt, dass man eben nicht oft viel sieht. Aber manchmal ist es halt wirklich störend im Spiel, weil man manchmal nicht weiß, wo man hin muss. Auf dem Dachboden war genauso eine Sache. Da wusste ich am Anfang, hatte ich auch am Anfang etwas Orientierungsprobleme. Und ja. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist einmal das offene Ende. Das wisst ihr schon. Ich bin kein Fan von offenen Enden. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil gerade bei Blameless ist das offene Ende eigentlich relativ gut, weil man eben die Interpretationsmöglichkeiten hat, die ich vorher schon erwähnt habe, die teilweise zu weit gehen, aber teilweise eben auch gut sind, weil man da quasi zugibt, indirekt, dass es einen Nachfolgerteil gibt, weil der Architekt am Ende sagt, ja, das war der Anfang, aber lange nicht das Ende. Aber trotzdem, ich mag halt Spiele einfach mehr, die abgeschlossen sind. Und das ist Blameless halt nicht. Die anderen beiden sind zwei Fragen, die ich habe. Das eine ist, warum gibt es für den Hausbesitzer keinen Sprecher? Ich meine, der kommt ja im Grunde nur einmal vor, also zumindest im Spiel. Mit der Geschichte kommt er zweimal vor, da wo er ihn halt durchs Haus führt, wo er einen Anruf, wo er ihn kurz entgegennimmt und letztendlich niederschlägt. Und eben am Ende, wo er einen verfolgt. Und bei beiden hört man bei ihm keinen Sprecher. Das ist, oder auch zwischendurch. Das ist irgendwie schade. Ich finde, ein Sprecher hätte gut getan. Ich meine, ich finde es jetzt nicht negativ, weil man kann natürlich so argumentieren, das ist halt, wir spielen halt ein Horrorspiel, er ist halt der Gegner. Und gerade, dass er nicht spricht, macht ihn gruseliger. Das verstehe ich.
Aber gerade am Ende wäre irgendwie eine dunkle Stimme, so eine von wegen, jetzt habe ich dich oder komm her, damit ich dich hier behalten kann. Irgend so eine Psychostimme wäre da, finde ich, ziemlich cool gewesen. Die hat man leider nicht. Aber wie gesagt, es ist nicht negativ, weil ich kann es teilweise nachvollziehen. Und das dritte hat mit dem Sicherungskasten zu tun. Liebe Entwickler, warum ist der Sicherungskasten fürs normale Spiel unwichtig? Es ist nicht negativ, weil ich habe was übersehen, was man im Guide nachlesen kann. Ich dachte ja, ja gut, man kann den Sicherungskasten öffnen, man kann ihn manipulieren, aber nur, wenn man erst die Garage ausprobiert hat. Ich habe einen kurzen Moment geklickt, da hat die Garage funktioniert, da dachte ich mir, ja gut, wenn sie funktioniert, dann ist er sinnlos. Und das stimmt nicht. Wenn man sie länger gedrückt hätte, wäre eine Sicherung rausgesprungen und dann hätte man im Sicherungskasten lieber ein Puzzle lösen können, damit man dann das weiter hochziehen kann, damit man aus der Garage entkommen kann. Der Punkt ist aber, man braucht ja die Garage nicht unbedingt, weil man eben auch über die Leiter entkommen kann. Und wenn man über die Leiter entkommt, so wie wir es im Let's Play gemacht haben, ist der Sicherungskasten leider egal. Und das finde ich schade. Ich finde, den hätte man für beide Wege sinnvoll machen können. Zum Beispiel, indem man mit dem Sicherungskasten, wenn man den Leiterweg gewählt hat, ein Licht anmachen muss oder so in der Art. Weil das Puzzle war eigentlich relativ nett. Das hatten wir jetzt im Let's Play leider nicht. Und deswegen, ich finde es ein bisschen schade. Und mich würde es halt interessieren, warum de facto der nicht unbedingt wichtig ist fürs Spiel. Obwohl er im Spiel durchaus eine Rolle einnehmen kann. Kommen wir zum Fazit. Das Fazit finde ich bei Wellenbiss ziemlich schwer. Ich fand auch die Positiv-Negativ-Punkte diesmal ziemlich schwer. Gerade aus dem einfachen Grund, weil das Spiel so kurz ist. Weil das Spiel nur 3 Folgen hat bei uns. Und wir, wie gesagt, auch langsam gespielt haben. Ich finde es ein nettes Game. Ein kleines Game. Es hat durchaus seine Momente, finde ich. Es hat durchaus sein Feeling. Und es ist eigentlich sehr passend. Also im Sinne von atmosphärisch, im Sinne von Geschichte, weil die Geschichte halt auch relativ neu wirkt, dass man eben mal den Architekten spielt auf so einem Rohbau. Aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel ist mir zu kurz. Die Kürze merkt man einfach. Ich finde es schade, dass die Story leider nur so minimalistisch angedeutet ist. Ich finde es schade mit diesem zugegebenen Fortsetzung, weil man hat halt das Gefühl, ja, jetzt hast du ein kurzes Spiel gespielt. Und um richtig dahinter zu kommen, was da eigentlich los ist, spiele ein zweites Spiel. Und das ist halt irgendwie, man hätte das auch anders machen können. Das finde ich halt irgendwie doof. Ich würde dem Spiel 3 Sterne geben, weil an sich die Atmosphäre passt. Das Spiel an sich ist auch wirklich gut zu spielen. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Und hat eben, wie gesagt, eigentlich auch Feeling. Mehr als 3 Sterne würde ich ihm aber nicht geben. Dafür ist es mir zu kurz. Dafür ist es mir ein bisschen zu knapp vom Umfang. Also jetzt nicht nur von der Länge, sondern auch allgemein von den Untersuchungssachen oder von zum Beispiel eben den Briefen. Weil der wirklich längste Brief ist halt die Mahnung. Die anderen beiden Sachen sind relativ kurz. Und ja, also ich würde sogar 2,5 bis 3 Sterne sagen. 2,5 wäre es für Leute, die das Spiel vielleicht nicht mögen. Bei mir, weil ich das Spiel an sich schon mag, waren es 3. Aber wie gesagt, mehr hat es leider nicht, finde ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das Gefühl, dass diese Blacks-Fazit-Folge jetzt relativ schnell ging. Oh, 1/2 Stunde. Okay, dann ging es nicht so schnell. Wir sehen uns heute zu den normalen heutigen Folgen wieder, wenn ihr Lust habt. Und ja, ich freue mich jederzeit über Feedback jeder Art, das wisst ihr schon. Bis zum nächsten Mal, Freunde, nächsten Freitag, wenn wir Blacks Fazit ist. Gehabt euch wohl.